Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und heute möchte ich mit euch über das Thema Innovationen am Koi-Teich sprechen. Warum möchte ich das? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ungefähr einmal im Monat eine neue Kuh, die durchs Feld gejagt wird mit dem Thema irgendwas super Neues am Teich, irgendwas, was man unbedingt haben muss und irgendetwas, was es in der Regel dann nur exklusiv von wenigen oder von einem gibt, was nicht gerade günstig ist, aber was halt die Koi-Welt revolutioniert. So, und wie lange halte ich jetzt Koi? Ja, seit 95 halte ich Koi. Ich habe schon unendlich viele Innovationen kommen und gehen sehen und ich habe noch keine Innovation erlebt, die man wirklich gebraucht hätte. Das ist zwar erschreckend, aber das ist wahr. Will damit sagen, unser Koi-Business oder unser Koi-Teich-Thema, unsere Koi, das sind alles Sachen, die sind relativ gesettelt. Das wird heute noch so gemacht, gerade auch wenn ich mir die Fischhaltung in der Aquakultur betrachte, wie es eben schon vor vielen Jahren gemacht wird. Und ich nehme halt immer gerne die Aquakultur als Beispiel, weil es ist einfach so, in der Aquakultur geht es halt darum, ich habe kommerzielle Interessen, ich habe einen Kapitaleinsatz und möchte diesen Kapitaleinsatz möglichst effektiv nutzen. Das heißt, ich möchte Fische produzieren, diese Fische sollen nachher als Speisefische vermarktet werden. Es gibt dazu einen Marktpreis und ich muss versuchen, möglichst günstig diese Fische zu erzeugen. Jetzt kann man zu Massentierhaltung stehen, wie man will. Ich bin erstens der Meinung, dass die Aquakultur noch die Form der Massentierhaltung ist, die für das Tier am besten ist. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wer sich ein bisschen mit Fischen auskennt, der weiß, dass ich das beste Ergebnis in der Aquakultur dann erziele, wenn es meinen Fischen gut geht. Ich habe in der Aquakultur nicht, wie zum Beispiel in der Schweinemast oder in der Hähnchenmast, die Möglichkeit, mit Antibiotika zu arbeiten. Das heißt, hier muss ich tatsächlich Umgebungsbedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass die Fische gesund bleiben. Und das kann ich halt nur, wenn diese Umgebungsbedingungen passen. So. Und die Umgebungsbedingungen sind schnell aufgezählt. Das bedeutet, ich habe einen Siebfilter, ich habe in der Regel einen Moving Bed oder einen Rieselfilter. Und ich habe danach noch einen CO2-Stripper, wo ich halt das CO2 austreibe. Und ich habe eine ausreichend gute Belüftung. So, und genau das empfehle ich auch für Koi-Teiche. Gut, den CO2-Stripper brauchen wir nicht. Wir haben in der Regel, wenn wir ordentlich belüften, normal belüften, haben wir gar keine CO2-Probleme. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach die Tatsache, dieses System hat sich definitiv bewährt. Und da gibt es nun wirklich keinen Grund von abzuweichen. Vor allen Dingen, dieses System hat viele, viele Jahre schon bewiesen, dass es funktioniert. Und da sehe ich eben den größten Schwachpunkt an neuen Systemen. Die müssen halt erstmal beweisen, dass sie funktionieren. Und deswegen ist mein Rat und das auch, wie ich selber es handhabe, Finger weg von neuen Produkten, von neuen Ideen. Das Altbewährte funktioniert zumindest zuverlässig unter allen uns bekannten Betriebsbedingungen, das heißt für uns Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und alles andere sind zunächst einmal nur Versprechungen von denen, die das verkaufen möchten. Und dann ist es ja auch so, dass das ein ganz normales Marketinginstrument ist, entweder etwas als besonders neu, als besonders innovativ hervorzutun und gleichzeitig auch noch es zu verknappen. Das heißt, dann kann ich den bestmöglichen Preis erzielen. Das ist durchaus legitim als Verkäufer, das zu tun. Aber als Kunde, wenn ich weiß, dass ich das gar nicht brauche, kann ich sehr, sehr viel Geld sparen. Und vor allen Dingen, was ich noch viel wichtiger finde, es ist halt ganz übel, wenn ich mich auf eine Neuerung einlasse. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. Es gäbe einen super duper neuen Filter, der sowohl mechanisch als auch biologisch reinigt. Dieser Filter braucht nur 10% des Platzes, den eben mein normales Filtersystem bestehend aus Trommelfilter und Moving Bed Kammer benötigt. Dann baut ihr vielleicht diesen Teich mit dem kleinen Filtersystem ein, stellt nach einem Jahr fest, ups, das funktioniert nicht und euch fehlen jetzt 90% Platz, um das normale Filtersystem einzubauen. Das ist dann in der Regel ein Riesenproblem und mit
Kosten, mit sehr, sehr großen Kosten für den verbunden, der das dann umbauen möchte. Und da sehe ich einfach keine Notwendigkeit. Und vielleicht auch noch dahingehend ein kleiner Rat: immer dann, wenn etwas Neues angeboten wird, was so grundsätzlich anders funktioniert oder so grundsätzlich viel, viel mehr einspart als jedes bisherige System, dann würde ich jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig sein, denn Tatsache ist, es gibt halt gewisse Dinge, und das ist der biologische Kreislauf der Wasseraufbereitung, die sind, wie sie sind, und ohne großen technischen Aufwand kann ich den nicht wesentlich vereinfachen und auch nicht wesentlich verkürzen. Es gibt technische Möglichkeiten, die Wasseraufbereitung zu betreiben, aber alle Verfahren, die ich kenne aus der Verfahrenstechnik, sind dann wesentlich energieintensiver, das heißt, brauchen viel mehr Strom als unsere altbekannte Kreislauftechnik mit Trommelfilter und einer Moving-Bettkammer. Ja, Sinn dieses Podcasts ist einfach nur, euch ein bisschen sensibel zu machen für das Thema Neuerungen und Innovationen, dass ihr nicht jeder Kuh hinterherrennt, die gerade neu da durchs Dorf getrieben wird, und dass ihr ein bisschen kritisch einfach hinterfragt. Ich mache diesen Podcast unter anderem auch, weil jetzt gerade die Keuschow in Aßen ist, und ich habe es immer so erlebt, dass gerade auf den Keuschows immer irgendeiner da war mit einer super Innovation, die dann alles revolutioniert und die alles viel besser kann als das bisher Dagewesene. Naja, und da ist zumindest mal eine gesunde Skepsis nach meiner Erfahrung die richtige Vorgehensweise, und dann sollen doch andere das erstmal ausprobieren. Insofern auch, wenn ihr plant, euren Teich neu zu bauen, euren Teich umzubauen, greift zu altbekanntem, greift zu altbekannter Filtertechnik, greift zu dem, was etabliert ist und was schon zigfach bewiesen hat, dass es funktioniert, und glaubt nicht an die Versprechungen eines Verkäufers oder einer Firma, die ihr vielleicht gar nicht wirklich kennt, vielleicht einer Firma, die auch bisher im Keubereich gar nichts gemacht hat und das als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt und der damit natürlich auch völlig die Erfahrungen fehlen, was man dort wirklich braucht und welche Bedürfnisse wir mit unseren Teichen haben. Denn eines steht auch fest, so ein Keuteich, der 365 Tage im Jahr läuft, der stellt für die meisten technischen Geräte schon eine gewisse Herausforderung dar. Und das macht noch lange nicht jeder, jede Technik mit. In diesem Sinne, danke mal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich allerdings auch über jeden weiteren Abonnenten. Also empfiehlt diesen Podcast weiter, und auch wieder die Anregung, wenn ihr Fragen zu Themen habt, bitte gerne schickt mir per WhatsApp an die 0160 973 73974 oder per E-Mail an info@keu-consult.de. Und hier auch nochmal der Hinweis: zu vielen Beiträgen, die so ein bisschen technischen Background haben, habe ich auch jeweils einen Artikel auf keu-consult.de geschrieben. Dort könnt ihr dann die wesentlichen Eckdaten nochmal nachlesen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.